Das Böse begrüßt euch herzlich zurück hier bei Golden Sun. Ja, wir sind hier gerade in Vault unterwegs und haben in der letzten Folge noch Diebe gefasst, die hier ihr Unwesen getrieben haben. Ich weiß aber nicht, ob der Diebe Ivan uns nochmal wieder anschließen wird, ja, ich habe jetzt beschlossen, ich werde erstmal mit den Bewohnern hier nochmal ein bisschen quatschen und dann wollen wir mal gucken, ob wir irgendwie einen neuen Weg finden oder sowas. Also, let's go! Ich habe vom Essen noch einige Knochen übrig. Hier, willst du welche? Ich weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber ja, gib halt her. Wirklich? Nimm so viele du willst. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Nee, lass mal. Aber danke fürs Angebot. Ich sag noch immer nichts. Nur ein Hund wäre damit zufrieden, nichts als Knochen zu essen. Ich weiß nicht so recht, was mir das jetzt bringt, aber okay. Ich bin ja dermaßen schockiert. Unsere Gäste waren wirklich die Diebe. Ah ja, das haben wir ja auch schon festgestellt. Die haben sich hier ja eingenistet gehabt. Und ich weiß nicht, was jetzt aus Ivan wird. Sind die hier noch? Nee. Sind die jetzt eigentlich im Kerker gelandet? Ich weiß es nicht mehr. Es ist nur auch schon wieder ein bisschen... Ja, eine Woche wie immer, die ich nicht gespielt habe. Der Ausbruch hat viele Straßen in ganz Angara zerstört. Wenn die südliche Brücke repariert worden ist, gelangst du nach Kalai. Da muss ich ja auch hin, soweit ich das weiß. Vielen Dank nochmal, jetzt verlasst ihr schon die Stadt. Ich werde für eure Sicherheit beten. Danke. Seid ihr diejenigen, die die Diebe gefangen haben? Yes. Ich wünschte, alle jungen Leute hätten so viel Ehrgefühl wie ihr. Och, naja, man kann ja nicht alles haben, ne? Sprichst du über Hamedjina Ivan? Er wollte nach Lunpa. Okay, das war fast zu erwarten. Großartig, dass ihr diese Diebe gefangen habt. Das finde ich auch. Ihr macht euch also wieder auf den Weg. Ihr seid im Vault jederzeit herzlich willkommen. Ich danke dir. Habt ihr sonst noch irgendwas zu quatschen? Jetzt, da ich weiß, dass die Diebe hinter Gittern sind, kann ich endlich wieder ruhig schlafen. Ich habe schon befürchtet, dass sie meinen Edelstein stehlen würden. Dem Himmel sei Dank. Die Diebe wurden gefasst, bevor sie unseren Edelstein stehlen konnten. Ist das die einzige Sorge, die ihr habt? Dass euer Edelstein gestohlen wird? Also ich weiß ja nicht. Aber okay, ich lasse es unkommentiert. Kommen diese Diebe aus Lunpa? Ja. Der Herrscher jener ist Dodonpa, der Enkel von Lunpa selbst. Er ist ein furchterregender Mann. Wir werden sicher Ärger kriegen, weil wir seine Diebe eingesperrt haben. Übrigens soll irgendwie der Herr der Kraniche irgendwie was damit zu tun haben. Ich weiß nicht konkret, wie, wo, was, aber irgendwie hat mir das jemand in die Kommentare geschrieben. Mein Vater macht sich wegen der Gefangenen aus Lunpa große Sorgen. Ihr werdet uns doch beschützen, wenn Dodonpa und seine Leute uns angreifen wollen, oder? Ja klar, wir werden unser Bestes geben und ich hoffe, das ist auch genug, was wir dann geben können. Ivan ist doch wohl nicht ganz allein nach Lunpa aufgebrochen, oder? Ihr seid euch sehr dankbar, dass ihr die Diebe gefangen habt. Das ist schön, wenn ihr dankbar seid. Ihr müsst aber auch nicht übertreiben mit eurer Dankbarkeit jetzt. Du bist doch derjenige, der unsere Urne zurückgebracht hat, oder? Ich möchte dir dafür nochmals meinen Dank aussprechen. Auch gern geschehen, du. Du warst wirklich eine große Hilfe, Isaac. Erlaube uns dir, wie versprochen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Lebenswasser, ist das das Pendant in... von Secret of Mana? Weil dann würde das bedeuten, dass man einen gefallenen Mitstreiter damit wieder zum Leben erwecken kann. Habt ihr einfach vor, das Land hinter dem Goma-Gebirge zu bereisen? Ja, bestimmt. Sucht nach einer Höhle in den Bergen des Goma-Gebirges nordöstlich von hier. Wenn ihr sie durchquert, gelangt ihr nach Bilibin. Okay, danke für die Info. Ivan hat sehr viel gelernt, weil er mit Tieren spricht. Man sagt, ihr hättet diese Diebesbande besiegt. Jo. Ich glaube, man sollte niemanden nach seinem Äußeren beurteilen. Das ist eine gute Einstellung, gefällt mir. Ich hoffe, die behältst du bei, mein Kleiner. Aber ich glaube, jeder ertappt sich mal hier und da dabei, ein bisschen oberflächlich zu sein, oder?
Also ich bin ja selber eigentlich nicht so der Mensch, der jetzt so viel auf Oberflächlichkeit gibt, aber manchmal, wenn so irgendwelche komischen, zwielichtigen Gestalten draußen rumlaufen oder einem begegnen, egal ob das jetzt in der Bahn ist oder sonst wo, dann ertappe ich mich doch durchaus auch schon mal dabei, dass ich so gewisse böse Gedanken dann habe. Ich gebe ihm mal den Knochen. Nee, warte mal. Kann ich dir den geben? Nee. Und nu, was macht der da jetzt? Keine Ahnung, was das jetzt konkret gebracht hat, aber auf jeden Fall hat er sich gefreut. Diese Männer, die ihr gefangen habt, sind sie jetzt im Gefängnis? Ja, soweit ich weiß schon. Es ist lange Zeit her, dass wir unser Gefängnis benutzen mussten. Tja, irgendwann ist es halt meistens wieder soweit, ne? Ja, aber mich wundert halt, dass ich hier oben nicht irgendwie groß lang komme. Ich möchte immer noch zu diesem Djinn dort. Jetzt ist er da hochgesprungen. Aber es ist ein Djinn, eindeutig. Mr. Hammett, der reiche Kaufmann. Ich hörte, er hat Kalei nie erreicht. Ja, wie auch, wenn er ein Lunpa ist, du Trottel. Ich hoffe, ich komme noch mal irgendwie in diese Höhle da rein. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie vielleicht einen Hintereingang oder sowas findet. Ich habe echt keine Ahnung. Oder ob wir mit dem Hund vielleicht noch irgendwie agieren müssen oder so. Kann ja sein. Guck mal, was war hier? Ah, die Diebe. Wenn wir nur in das... Warte, nochmal. Wenn wir nur in die Höhle nordöstlich des Gummergebirges geflohen, ey. Ach, halt die Fresse. Diesmal haben sie uns gekriegt, aber nächstes Mal, ey. Und dafür werden sie bezahlen, Mann. Ey, verdammt, Mann. Ich wusste, wir hätten nicht in diese Stadt kommen sollen, ey. Tja, jetzt ist zu spät. Also auch sehr bemerkenswert, dass wir da genau 3 Zellen haben. Ich glaube, das hatten wir aber schon mal, oder? Es war die Hand des Schicksals, die unsere goldene Statue wieder ins Heiligtum gebracht hat. Ich war das übrigens, nur so. Aber von mir aus bin ich auch das, wenn du mich so bezeichnen möchtest. Du noch irgendwelche Sachen? Vom Gipfel des Alefbergs steigt noch immer Rauch auf. Ich glaube, er könnte jederzeit wieder ausbrechen. Ja, hoffentlich nicht. Ich möchte erstmal hier gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie ausrüstungsmäßig oder so uns was kaufen können. Reisejacke. Haben wir beide, oder? Ich glaube, die haben wir beide. Cumulus, Lederarmreif, Stirnreif. Ist alles nicht so der Knüller hier, muss ich sagen. Ich lasse es lieber erstmal und häufe ein bisschen mehr Geld an. Hier können wir nochmal mit den Leuten quatschen, besonders mit den älteren Herrschaften. Die Diebe haben ihre Beute auf dem Dachboden des Gasthofs versteckt. Aber auch im Friedhof sollen sie Diebesgut untergebracht haben. Ah. Genau. Wie ich es mir dachte, aus unserem Haus wurde nichts gestohlen. Ja, du hast doch schon gesagt, dass ihr nichts von Wert habt. Okay, dann werde ich jetzt nochmal kurz im Inn mit diesem Mädel quatschen. Damit sie mir noch einen Knochen gibt. Ja, bitte. Dankeschön. Damit renne ich jetzt mal wieder zum Hund. Ich weiß nicht, ob einer reicht, aber wir werden es ja sehen. Wenn hier auch noch Diebesgut versteckt ist. Was für Diebesgut mag das dann sein? Hey, Kumpel. Nee, wartet mal. Ich möchte bitte dieses Grab untersuchen, wenn du nichts dagegen hast. Nein.
ist aber überall nichts. Nee, also hier scheint nichts zu sein. Ich frag mich aber auch, was es mit dem Brunnen auf sich hat, ob man da vielleicht gegebenenfalls irgendwie noch was finden hätte können. Okay, wir wollen jetzt wieder zurück nach Dings. Lunpa? War hier oben irgendwo lang, ne? Ich glaub schon. War eine Beißmaus? Ups. Ja. Nee, sind wir nicht. Der Zuckerbot hat es auch behauptet, aber wir haben ihn nicht geglaubt. Gebt, wenn ihr nicht wollt, dass euch etwas zustößt. Ihr seid doch nicht etwa hier, um Hammer zu retten, oder? Etwa doch? Nein. Oh, bitte, niemand würde in Lumpa kommen. Es sei denn, um Hammer zu retten. Du willst mich doch nicht zornig machen, oder? Das würdet ihr nicht bekommen. Doch, sind wir? Ja? Hammer wird bald wieder in Kalai sein. Wartet nur noch ein Weilchen. Du hast bald gesagt, dass wir das sagen sollen. Nee, wollen wir nicht. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, nichts zu tun? Das ergibt doch keinen Sinn. Lumpa ist kein Ort für Leute wie euch. Geht zurück, von wo ihr gekommen seid. Hier kommen wir jetzt so nicht weiter. Das ist schlecht. Wir müssen uns umgucken. Zwei Fledermäuse, das war jetzt Gott sei Dank nicht so das große Problem. Ja, aber was soll ich denn jetzt machen, zum Teufel? Ivan soll jetzt nach Kalai gegangen sein? Ich möchte mal bei dir übernachten, Alte. Ja, bitte, mach mal. Also, halte fest, Ivan soll nach Lunpa gegangen sein. Und trotzdem habe ich keine Ahnung, wohin wir jetzt konkret sollen. Bei nordöstlich, es hieß was von nordöstlich. Dann gehen wir jetzt nordöstlich in irgendein Gebirge. Gucken mal. Und wieder so ein Ola Casper-Verschnitt. Was ist denn hier so los eigentlich? Ist hier noch irgendwas Geiles? Ist ja auch nordöstlich eigentlich. Oh, da ist eine Höhle, rechts. Ein einzelner Pestpilz. Goma-Höhle. Das war doch auch das, wo wir hin sollten, oder? Das habe ich doch jetzt richtig im Gedächtnis, oder? Wir haben übrigens in der letzten, Folge auch, Kiesel getroffen. Kiesel ist ein Djinn. Okay. Was geht hier jetzt ab? Es müssen verschieben, lass mich raten. Und jetzt? Hier müssen wir jetzt auch wieder Verschieber anwenden, würde ich mal behaupten. Nee, Quatsch. Synergie. Komm. Ja, perfekt. Dankeschön. Das ging besser als erwartet. Ich müsste wahrscheinlich was, das so ähnlich machen, wa? Die Frage ist, wie kommen wir dann darüber? Gibt's hier noch irgendwas? Kann ich nicht hochklettern oder so? Schade eigentlich. Probieren wir es nochmal mit Synergie. Geht nicht. Es hat keinen Sinn. Unsere Synergie ist nicht stark genug, um diesen Baumstumpf zu bewegen. Ivan, Kumpel, da bist du ja.
Ihr wollt doch den Baumstumpf bewegen, nicht wahr? Sieht so aus, als hätte er sich im Efeu verheddert. Gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Ich weiß. Ich habe eine Idee. Überlass das nur mir. Ich glaube, wir haben auch keine andere Wahl, ne? Wirbelwind? Ernsthaft jetzt? Wie geil ist das denn? Gut gemacht, Ivan! Ich hab's geschafft! Danke für die Hilfe. Aber was machst du überhaupt hier, Ivan? Ich konnte nicht nach Lumpa hinein. Versteht mich nicht falsch. Ich bin nicht hier, um euch um Hilfe zu bitten. Seit ich Vault verlassen habe, spukt mir euer Auftrag im Kopf herum. Wisst ihr noch? Ich habe alles in euren Gedanken gelesen. Ich konnte nicht einfach gehen, nachdem hier all diese schrecklichen Dinge geschehen sind. Wenn ich schon Meister Hammett nicht retten kann, will ich wenigstens euch beiden helfen. Bitte erlaubt mir, euch auf eurer Reise zu begleiten. Aber immer. Yes, geil. Dankeschön, Ivan. Versucht ihr durch diese Höhle nach Bilibin zu gelangen? Yep, genau das ist unser Plan. Dann lasst uns gehen. Super, ich freue mich. Jetzt haben wir Ivan wieder an unserer Seite. Das klingt sehr gut. So, dann werde ich jetzt nochmal schnell versuchen, hier Synergie. Verschieber bitte. Okay, das soll mir das jetzt suggerieren, dass ich da jetzt dann lang kann oder wie? Ich weiß nicht, wir werden es gleich sehen. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Also ich kann jetzt hier zwar lang, aber... Muss ich den vielleicht noch ein Stückchen weiter verschieben? Bisschen mehr in die Mitte quasi. Nee. Hä, was soll ich jetzt machen? Was... Ich verstehe gerade nicht, was meine Aufgabe jetzt ist. Es muss ja einen Grund geben, warum man das da wegschieben konnte. Na, Isaac? Hast du noch irgendwas? So, bei dir mal Wirbelwind irgendwie? Nee. Was zum Teufel ist meine Aufgabe jetzt hier? Warum konnte ich das hier runterschieben? Oder soll das hier der Eingang sein? Alles klar. Gut, okay, keine Fragen mehr. Ja. Bis man da mal so Stunden später drauf kommt, ey. Oh, wunderhübsch hier drin. Das Wasser sieht ja geil aus. Auch wenn ich nichts damit anfangen kann, aber okay. Kann man hier rüberspringen eigentlich? Sieht nicht so aus. Oha, ganz neue Gegner. Und probieren wir es doch erstmal so. Ivan, mein alter Rächer. Synergie. Mach mal Wirbelwind. Das war gut. Die machen aber auch ganz gut Schaden, das ist nicht schön. Also Ivan ist, eindeutig mehr so der Zauberer.
Oha. Ich weiß nicht, ob ich hier so weitergehen sollte. Wenn die Gegner hier so unglaublich stark sind. Aber ich kann hier einfach jede Sekunde eine Runde... Jede Sekunde eine Runde. Speichern. Machen wir einfach. Ja, sorry, es laggt ab und zu mal. Da kann man hoch gehen. Drei Zombies. Du wirst dieses Mal einen Blitzstrahl wirken, einfach mal. Der war absolut göttlich. Oh oh, Ivan sieht gar nicht mal mehr so gut aus, leider. Ich werde mal Heilung bewirken für Ivan. Wenn Garrett einfach mal den angreift. Und du wirst nochmal mit deiner Synergie bitte hier alles... nimm mal den. Genau, und dann haut Garrett den an. Oh shit, ey, die machen so unglaublich viel Schaden, das gefällt mir überhaupt nicht. Sehr schön. Level-Ups wären auch mal eine Idee. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Weg. Und auf der anderen Höhe ist auch der einzige Weg momentan. Was ist das denn? Lichthaupt. Okay. Ja, ob Synergie. Wirbelwind bitte auf beide. Die halten echt immer eine ganze Menge aus. Und, komm schon. Ich dachte gerade, der hat es jetzt überstanden, aber nein. Gott sei Dank nicht. Gut, da oben kommen wir erstmal nicht lang, also hier hoch. Oder runter gehen wir, sieht so aus. Ja. War ein Skelett, das hat uns aber ganz schön eingeheizt gerade. Also wir müssen echt aufpassen hier. Nee, wartet mal. Wir können Items, ihr seht schon oben, ne? Mal Heilkraut benutzen. Für dich selber, bitte. Wie sieht's bei den anderen aus? Isaac hatte übrigens auch gerade ein Level-Up gehabt. Okay. Gucken wir mal. Leicht bedrohliche Musik wieder. Schon wieder ein Skelett. Hier kann ich auch hier nach unten. Okay. Ein weiterer Gang. Ein Lichthaupt. So, wollen wir weiter gucken? Wohin? Was ist denn da los? Da ist noch ein Djinn. Und ein Typ. Okay, warte, wir sprechen mit dem Typen. Hast du da drüben auf dieses eigenartige Tier gesehen? Ich habe dagegen gekämpft, aber es ist geflohen. Als ich an den Ort zurückkehrte, war es wieder da. Ich frage mich, ob das wohl sein Lieblingsplatz ist. Wer weiß das schon so genau, aber es ist auf jeden Fall... Garrett und Ivan hatten gerade ein Level-Up. Auch das speichere ich natürlich. Ich frage mich gerade, ob wir das hier wirklich einfach nur verschieben brauchen. Damit wir dann praktisch von oben da rankommen können an den Djinn. Ich hoffe, das geht so einfach. So. Können wir nämlich dann da hingehen. Alles klar, cool. Zweimal Lichthaupt. Wozu kann ich das hier verschieben? Ich mach's einfach mal. Verschieber, bitte. Okay, kann ich nicht von hier. Muss ich wahrscheinlich dann von oben machen und runterschubsen oder so. Keine Ahnung. Merkwürdige Sache das. Von hier komme ich, okay. Zwei Zombies, die uns da gerade Probleme machen wollten, aber das Schlimme ist gerade, dass Ivans PP langsam zur Neige gehen. Spring's mal bitte darüber, danke. Wäre toll von dir. Geist und Skelett. Wieder mal haben die uns ziemlich aufgemischt. Aber okay.
alles ist machbar. Wieso laggt das dauernd? Verstehe ich nicht. Zwei Zombies mal wieder, aber wir müssen uns dringend heilen, das ist ganz wichtig. Isaac, nimm mal bitte Heilung, vor allem auf dich selber. Und auch auf Garrett. So, und ich glaube, Ivan braucht gerade nicht unbedingt, aber seine PP sind halt echt ziemlich im Arsch langsam. Gut, hier oben kann ich nicht rüberspringen. Nee, ist zu weit. Aber das Wasser sieht so hübsch aus, finde ich. Wohin komme ich hier? So ein Geisterteam ist echt immer uncool. Wir müssen bald Ivan heilen. Okay. Synergie nehmen wir mal jetzt von Garrett. Er kann ja auch Verschieber. Ich weiß noch nicht, was mir das hilft, aber wir machen es trotzdem mal. Okay. Bitte nochmal, Garrett. Geist und Skelett. Ja, das ne, verdammt nochmal. Na gut, wir können jetzt natürlich wieder einmal Synergie nutzen von Garrett. Er wird darüber. Genau, danke schön. Damit wir hier rankommen. Glücksmet. What the fuck, was macht das Ding? Elixier, halt Täuschung, Lähmung und Schlaf, Marsstern. Schnappperlen, aktiviert Fänger, Minze. Hebt Schnelligkeit an, ist wahrscheinlich alles nur temporär, ne? Was toll, wie. Oh, Moment mal. Vielleicht sollte ich das mal ausrüsten. Anlegen? Ja, geil. Habe ich total vergessen, dass ich das noch habe. Na gut, egal. So, Synergie, bitte nochmal Garrett. Darüber. Ja, was das hier gebracht hat, das runterzuschubsen, weiß ich eigentlich jetzt auch noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ach, alles klar, okay. Ich sehe schon. Das wird gespeichert, und zwar sofort, ja. Drei olle Zombies, und ja, ich speichere hier wirklich alle paar Schritte, weil es ist mir wichtig. So, hoch bitte. Jetzt können wir zu diesem Djinn hier hin. Oh, Mars-Djinn. Wir dürfen zuerst angreifen, das ist super. Wir verbünden uns erstmal mit Kiesel. Du hast ja nichts Geiles, deswegen greifst du bitte einfach mal an. Und du, my friend, kannst jetzt deine Synergie-Blitzstrahl mal bitte einmal ausrüsten. Ist auch super. Ja, ganz okay. Jawohl. Und mach mal Wirbelwind. Das davor war besser. Ei. Ivan ist kritisch. Sehr kritisch sogar. Heilung bitte auf Ivan, das ist ganz wichtig. Greif's bitte ganz normal an und Ivan, mein Freund und Helfer, Blitzstrahl. Wurde besiegt. Oh, Gott sei Dank. Der Mars-Djinn Esse folgt Garrett. Sehr schön. Du hast es. Wow, das nenne ich beeindruckend. Halte die Augen nach anderer seiner Art offen. Machen wir, ja. Natürlich sofort gespeichert, dass wir ihn jetzt haben. Das heißt, damit haben wir jetzt natürlich auch noch. Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Ivan ein bisschen geheilt kriegen. Heilung. Und zwar geht das vor allem auf Ivan. Bitte. Dankeschön. Du selber, wie sieht's aus? Garrett könnte aber auch auf jeden Fall mal Heilung brauchen.
Isaac selber. Na komm, machen wir auch. So, Speicher bitte wieder mal. Yep. So, jetzt können wir hier wieder weiter hochgehen. Oder kamen wir von unten? Ich weiß es nicht. Nee, von hier. Alles gut. Garrett. Warte mal. Wir versuchen es wieder mal mit Garrett. Verschieber bitte. Geh runter, runter, runter. Plan. Super. Dank des Mars-Gins sind wir jetzt richtig geil aufgestellt. Was war das? Habt ihr das Geräusch gerade auch gehört? Ja. Danke. Gott sei Dank habe ich noch an das Blitzschwert gedacht, ey. Das hat das Lichthaupt gerade nahezu zerfetzt. So, was ist hier noch? Gibt's hier noch was Schickes? Ein einzelnes Skelett und Isaac hat jetzt ein Level abbekommen. Das müssen wir natürlich auch direkt sichern, auch wenn es vielleicht nervt. Ist mir egal. Ich möchte das alles immer haben. Schön. Was gibt's hier noch? Was ist hier unten? Ach, das ist der richtige Eingang sogar. Okay, wir haben jetzt quasi den Weg hier Shortcut-mäßig geöffnet. Alles klar. Ivan hatte ein Level Up bei dem Kampf gegen das Lichthaupt. Ups, hier hoch bitte. Danke. Ich habe Angst, dass hier gleich wieder irgendwas Böses auf uns wartet. So, mal schauen, was hier abgeht. Auch wenn es heute mega laggy ist irgendwie. Oh, hier dürfte Billy Bean sein. Ist es auch, aber... Es ist ein Baum, aber er sieht fast aus wie ein Mensch. Sieht... Also ganz ehrlich, die Musik gerade ist sehr, sehr trist. Habt ihr den Baum am Hauptangang gesehen? Ja, war ja nicht zu übersehen. Dieser Baum war einst ein Mann. Als er in unser Dorf kam, stand er bereits unter einem Fluch. Mit seinen letzten Worten verriet er uns, dass er den heiligen Baum entweiht hatte. Heiliger Baum? Willkommen in Billy Bean! Bitte schenkt dem merkwürdigen Baum am Hauptangang keinerlei Bedeutung. Viele mutige Krieger sind nach Kolima ausgesandt worden. Für Reisende besteht kein Grund zur Besorgnis. Okay. An der Küste von Emil steht ein Turm, von dem man sagt, dass ihn die Götter selbst errichtet haben sollen. Er wird von allen nur als Leuchtturm bezeichnet. Geile Statue. Kann man die verschieben? Ups. Ja, das dachte ich mir nämlich fast. Ich hörte, dass eine Karawane das Goma-Gebirge überquert hat und jetzt in Richtung Emil unterwegs ist. Seit sich dieser Mann in einen Baum verwandelt hat, hat jedermann davor Angst, sich nahe des Haupteingangs aufzuhalten. Das kann ich verstehen. Ist es wahr, dass auf der anderen Seite des Gebirges ein Berg explodiert ist? Der Himmel war an diesem Tag glühend rot. Es war wirklich ein wunderschöner Anblick. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich von dieser Aussage halten soll. Seit diesem Vorfall lebt Lord McCoy in Furcht. Welcher Vorfall denn? Das mit dem Mann oder wovon redest du gerade? In mir liegt der Schnee bereits mannshoch und es ist eiskalt. Wenn ich du wäre, würde ich bis zum Frühling warten. So viel Zeit habe ich leider nicht. Es ist wichtig. Hier in Billy Bean bekommen wir kaum Schnee zu Gesicht. Kann mitunter aber auch ganz gut sein, so. Wenn die Kälte euch ein bisschen verschont. 5 Münzen, dankeschön. Lass mal ein bisschen wieder alles untersuchen hier. Gegengift. Wir sprechen auch gleich mit den Leuten, keine Sorge. McCoy ließ alle Bäume fällen, damit er seiner Frau einen großen Palast errichten kann. Okay, McCoy. Der Baum am Haupteingang ist in Wahrheit ein Mann, der vom heiligen Baum verflucht wurde. Das alles ist nur geschehen, weil McCoy, der Herrscher über diese Stadt, den Befehl gegeben hat, alle Bäume zu fällen. Ich habe so das Gefühl, darüber werden wir in nächster Zukunft noch mehr hören. Oh, wer bist du denn? Bist du McCoy?
Die Eruption muss irgendetwas ausgelöst haben. Jetzt lauern alle Arten von merkwürdigen Kreaturen in den Bergen und Wäldern. Ich möchte eigentlich aber mit diesem... nicht mit dem Typen sprechen, sondern... nee. Mann. Schon merkwürdig, dass er in so einer Ecke rumdümpelt. Naja. Wir wollen mal nichts direkt irgendwie denken. Hinter ihm geht's nach oben. Ist auch sehr interessant, oder? Dass es hinter der Theke, hinter dem Tresen nach oben führt. Naja. Wie viele Leute sind denn hier bitte in diesem Inn gerade unterwegs? Okay. What the fuck? Oh. Ich möchte jetzt aber noch nicht mit den allen reden. Ich gehe erstmal eine Etage hoch, wenn ich darf. Ups, okay. Ein Musiker. Was macht denn ein Musiker hier? Terrorisierst du die Leute nicht mit deinem Lärm? Oh, die Musik ist wunderschön, aber sehr traurig zugleich. Gefällt mir. Irgendwie, so auf seine Weise. Das habe ich schon untersucht. Wie sieht's hiermit aus? Da ist nichts. Und hiermit? Ich habe Lord McCoy gebeten, mir Arbeit zu verschaffen. Aber ich habe zu große Angst, den Auftrag alleine ausführen zu müssen. Es kommt drauf an, was für ein Auftrag das ist. Möglicherweise hätten wir helfen können. Ich habe Lieder gehört, die von alten Bäumen mit seltsamen Kräften berichten. Vielleicht haben sie diese Kräfte eingesetzt, um den Fluch zu bewirken. Bist ein bisschen verängstigt, hm? Aber gut, ich weiß noch nicht, was an diesen Geschichten dran ist. Auf Kolima liegt ein Fluch? Was für eine grausige Entwicklung der Dinge. Ihr werdet Kolima nie erreichen, egal wie sehr ihr es auch versucht. Mach uns nur Mut, finde ich echt klasse von dir. Hast du auch gerade etwas gehört? Du hast es doch auch gehört, oder? Ja. Mein Magen knurrt so laut, dass ich sonst nichts mehr hören kann. Mir ist schon schwindelig vor lauter Hunger. Wie wär's, wenn du dir was zu essen suchst? Ist nur so eine Idee, so ein Gedanke? Wir kamen hierher, weil Lord McCoy seiner Frau einen Palast errichtet. Ich frage mich, ob die Arbeiten wegen des Fluchs eingestellt wurden. Möglich? Glaubt ihr, dass der Geist eines Baumes einen Menschen verfluchen kann? Möglich? Es ist schwer, nicht daran zu glauben, wenn man erst den Baum da draußen gesehen hat. Das stimmt. Ich mache mir wirklich große Sorgen um Kolima. Ich kann mich nicht mal auf das Kochen konzentrieren. Hey, Herr Meisterkoch, wollen Sie jetzt kochen oder nicht? Die Gäste sind am Verhungern. Ach, das ist ein Mann. Sorry. Fang schon an zu kochen, ey. Ich kann es kaum erwarten, das heutige Tagesgericht zu probieren. Juhu. Okay. Gut. Ich möchte mich trotzdem einmal niederlassen. Willkommen in unserem Haus. 21 Münzen. Ja. Okay. Dann sind wir wenigstens mal wieder aufgefüllt. Bisschen besser aufgestellt, auch wenn wir wieder anderen Gegnern gegenübertreten müssen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Wir wünschen eine gute Reise. Dankeschön. Ich werde auch direkt einmal speichern. Damit wir das erledigt wissen. So. Tja, Mensch. Was ist denn hier oben eigentlich los? Hier wohnt bestimmt wieder so ein Ältester, oder? So ein Heiliger, so ein Heiler. Heiler hießen die, genau. Heilkraut, sehr schön. Bitte, gib mir die Stärke, die ich jetzt brauche. What? Langsam kommt es mir so vor, als wäre all dies erst der Anfang. Wovon redest du denn? Ja, die sehen doch überall gleich aus. Das sind wahrscheinlich als Brüder oder so. Die Straße nach Kolima wurde auf Befehl von Lord McCoy gesperrt. Habt ihr schon versucht, in Richtung Südosten zu wandern? Südosten? Nee. Die Straße ist gesperrt, also kann es euch ohnehin egal sein.
Ich hörte, man hat dort eine massive Barrikade errichtet. Okay. Da scheint es rauszugehen aus diesem Ort. Hier unten gibt es aber was zu finden, also... Ein Djinn. Wir speichern hier mal. McCoys geheimes Lager, Eintritt verboten. Ja, was interessiert mich das denn? Kann ich die wieder einfach verschieben? Garrett? Hä, wieso kann ich da nicht hin? Was soll denn das? Vielleicht kommt man hier erst später lang. Aber den Djinn will ich auf jeden Fall haben da. Vielleicht kommt man noch von einer anderen Stelle hier ran. Warte mal, war ich hier schon drin? Nein, okay. Ich kenne den Kerl, der in einen Baum verwandelt wurde. Ich kann mich an seine Kleidung erinnern. Wie es wohl den Leuten in Kolima ergeht? Ich mache mir Sorgen. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich hoffe doch, dass es ihnen gut geht. Was ist das denn? Harte Nuss? Das war eine Nuss? Das sah aus wie ein Stück Bacon, ey. Aber okay. Oh. Es ist überall so ein tragisches Schicksal immer gleich. Das ist ganz gruselig. Vor langer Zeit floss im Leuchtturm von Ymir das Hermeswasser. Eine magische Flüssigkeit, die so gut wie alles heilen konnte. Ja, was ist dann damit passiert? Doch selbst das legendäre Hermeswasser kann die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Wenn es doch nur einen Trank gäbe, der einem die Jugend wieder schenken könnte. Das wäre mal was, wa? Geile Idee auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob ich in der heutigen Zeit nochmal ein Kind sein möchte, ehrlich gesagt. Willkommen, wir haben genau, was du brauchst. Das werden wir ja sehen. Heilige Feder. Reduziert Monsterangriffe. Gehen wir mal Ivan. Dankeschön. Tja, was noch? Hier vielleicht noch irgendwelche schicken Sachen. Jetzt muss ich erstmal hier wieder alles untersuchen. Fass. Ups. Ist auch geil. Da steckt ein lauter Schwert da drin und trotzdem kriege ich da nichts rausgezogen. Das ist voll Beschiss, ey. Ist doch nicht wie mit Excalibur. Gruseligst. Waffen. Okay, was gibt's denn so? Langschwert? Breitschwert! Jägerschwert, Streitaxt, schwere Keule. Rüstung, was haben wir denn hier noch so? Lederrüstung? Eine Lederrüstung wäre auf jeden Fall viel wert. Könnte er auf jeden Fall gebrauchen. Ja. Ja. Okay. Spieleticket. Das geben wir mal ihm. Reisegewand. Das ist aber auch nicht viel, ne? Kann man für ihn nicht noch irgendwie was Besseres? Lederhandschuhe? Lederarmreif. Ja, was hat er dann davon, von diesem Lederarmreif? Stirnreif hat er, glaub ich, schon, oder? Hat er alles schon. Holzkappe, davon abgesehen, dass ich das eh nicht... Hätte auch er nutzen können. Shit. Aber ich nehme einmal so ein Reisegewand für Ivan. Damit wenigstens ein bisschen was ist. Ja, bitte. Leg's an.
Und... ja, okay. Gibt es auch Ivan, bitte? Das deckt sich doch hoffentlich. Gut, 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 gut. Dankeschön. Ja, was das hier soll, ist mir immer noch ein Rätsel. Also ich möchte eigentlich schon gerne hier auch hin. Und diesen werten Djinn dort mein eigen nennen dürfen. Die Frage ist halt, warum kann ich den da nicht wegschieben? Irgendwas muss es doch damit auf sich haben, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Ivan zum Beispiel... ich meine, ich probiere es mal. Ne. Scheiße. Da kann man das irgendwo anders hin... ich glaube, egal, wo ich das hier hinschiebe, oder? Das Ergebnis erscheint mir irgendwie immer das gleiche zu sein. Sehr schade. Und wie komme ich denn da ran? Ich will den Djinn da. Palast von McCoy, okay. Lord McCoy ist wegen dieses Fluchs so aufgebracht, dass er nicht mal essen kann. Der Lord empfängt nur mutige und starke Krieger. Ihr scheint nicht gerade solche zu sein. Wollt ihr es trotzdem wagen? Ja. Ich verstehe. Ihr scheint euch eurer selbst sehr sicher zu sein. Was sagst du? Sie scheinen noch zu jung für eine derart schwere Aufgabe zu sein. Aber ansonsten will sich niemand dieser Herausforderung stellen. Wir haben... was haben wir schon zu verlieren? Also gut, ich lasse euch passieren. Folgt mir. Moment, bevor ich irgendwo reingehe, bitte. Danke. Und ich möchte hier auch mich erstmal umgucken. Ist das seine Frau hier vielleicht? Willst du etwa behaupten, dass ich dafür verantwortlich bin? Nee, wofür überhaupt? Der Fluch des Baumgeistes ist nichts weiter als ein dummer alter Aberglaube. Alles, was ich will, ist, in diesem großen Palast zu leben. Nach dem Vorfall ist das Bauholz, das ich in Kolima bestellt habe, plötzlich verschwunden. Habt ihr die Barrikade gesehen, die wir auf der Straße nach Kolima errichtet haben? Nee. Wenn ihr sie sehen wollt, geht einfach in Richtung Osten. Wir waren ziemlich in Eile, deswegen mussten wir beim Bau einige Kompromisse eingehen. Ich glaube, das könnte noch eine sehr nützliche Info werden für uns. Ich bin sehr gespannt. Kann man hier hinter irgendwo lang gehen oder so? Nee. Ich hätte an der Seite möglicherweise den Brunnen irgendwie nochmal irgendwie erkunden oder so. Geht nicht. Lord McCoy ist ein sehr schwieriger Mann. Passt auf, wie ihr euch in seiner Gegenwart benehmt. Das erinnert mich irgendwie total an Illusion of Time, an diesen... an Edwards Schloss. Da hieß es auch mal, ja, sei vorsichtig, wie du mit dem König sprichst und so. What the fuck? Was ein Riesenbau. Ich plündere erstmal hier alle Fässer, sofern dann da irgendwas drin ist. Ich war immer dafür, dass der alte Baum im Wald von Kolima beschützt werden muss. Hat wohl nicht viel geholfen, würde ich mal sagen, ne? Wenn ihr zu Lord McCoy wollt, folgt einfach dem roten Teppich. Okay. Danke für die Info. Was ist hier so los? Ah geil, ich kann hier einfach so hochgehen, ja? Was machst du denn hier? Pennst du? Ich will nicht wissen, was die Wache denkt, wenn ich hier jetzt umherrenne. Es scheint, als sei der Fluch noch nicht bis Bilibin vorgedrungen. Alle Welt redet über einen Fluch und ich habe immer noch keine Ahnung, worum es hier eigentlich konkret geht. Das ist super.
Was ist das denn? Elixier, geil. Passt auf, dass ihr Lord McCoy nicht beleidigt. Oh, seid ihr bereit, zum Wald von Kodima zu gehen? Klar. Ich weiß nicht, wie viele Leute Lord McCoy schon beauftragt hat, den Fluch zu beenden. Bis jetzt ist noch keiner der Krieger wieder zurückgekehrt. Wir werden die Ersten sein, wirst du sehen. So ein Opa hier oben in einer einzelnen Kammer oder was? Von hier aus hat man einen guten Blick auf Kodima. An klaren Tagen kommt Lord McCoy gern hierher, um die Aussicht zu genießen. Ich hätte mich ja gerne auch davon überzeugt, aber ihr lasst mich ja nicht aus dem Fenster gucken, ihr Säcke. Nee, Quatsch, ist schon in Ordnung. Kannst du mich mal bitte hier durchlassen? Das wäre echt richtig geil von dir. Hier ist niemand. Aber eine Rauchbombe können wir finden. Muss mal gucken, ob ich das Inventar einfach nochmal umschichten muss. Also ein bisschen auf Ivan aufteilen, ein bisschen auf Garrett und so. Gut, dann gehen wir jetzt halt hier hin. Immer sehr beeindruckend, in welchem Tempo man hier so einfach die Treppen hochrechten kann. Also ich kann das im Real Life nicht. Irgendwas mache ich falsch, glaube ich. Weiß auch noch nicht so richtig was. Oh, hier geht's noch nach unten, wie ich gerade feststelle. Was denkst du? Die sind die größten Schätze von Billy Bean. Wer auch immer den Fluch brechen kann, darf sie für sich beanspruchen. Das sieht nach einer geilen Schatzkammer aus. Das gucken wir uns dann definitiv an, wenn wir es geschafft haben, diesem Fluch ein Ende zu bereiten. Ich hoffe doch, dass wir das irgendwie hinkriegen. Oh. Oho. Kann ich hier vielleicht irgendwie wieder was lesen? Ein Blatt Papier mit der Überschrift Schatzis Geschenke. Offensichtlich eine Liste von Geschenken, die Lord McCoy seiner Frau gemacht hat. Sie ist ziemlich lang. Okay. Hier sehen wir wieder die Fackeln, die wunderschön in Szene gesetzt sind. Auch wenn das Zimmer ein bisschen klein ist dafür, dass das so ein... Oh. Dies ist das Zimmer von Lady McCoy, also fass bloß nichts an. Doch, ich durchwühle erstmal ihre Wäsche. Wie sich das gehört. My Lady war weit und breit für ihre betörende Schönheit bekannt. Deswegen versucht My Lord, um jeden Preis ihr Wohlwollen zu gewinnen. Na, ich weiß nicht, ob das so das Beste ist. Schielt in die Garderobe. Ein Seidennegligé. Isaac, leg das zurück! Warum? Oh, eines Tages möchte ich auch ein solches seidenes Nachthemd tragen. Dann kauf dir eins. Oder näh dir eins, oder was weiß ich. Kann wohl nicht so schwer sein. Okay, also hier komme ich nur dahin. Ist hier auch nochmal so ein Ding, sind's nach unten? Nee, das war nur links. Ist also nicht 100% symmetrisch aufgebaut. Okay. So, dann gehen wir hier jetzt auch nochmal rein, aber erstmal überschreiben wir. Und hören uns dann um. Wer stört meine Ruhe? Sir, soeben sind neue Krieger am Palast eingetroffen. Neue Krieger, sagst du? Gar viele Männer haben wir in den Wald von Kodima geschickt. Doch ist kein einziger der Recken zurückgekehrt. Diese Krieger, hast du sie dir schon mal genau angesehen? Tritt näher, Junge. Sind dies jene, von denen du gesprochen hast? Vor meinen Augen stehen Kinder! Und ihr erwartet von mir zu glauben, dass ihr in der Lage wäret, Kodima zu retten? Ja, klar, hallo. Du hast eh keine andere Wahl, Kumpel. Ihr tragt großen Mut in euren jungen Herzen. Dies muss ich euch lassen. Hier, dieser Schlüssel öffnet euch die Barrikade auf dem Weg nach Osten. Doch selbst mit dem Schlüssel in Händen werden Häftlinge wie ihr Kodima nie und nimmer erreichen. Er macht sich über uns lustig. Er nennt uns ständig Kinder. Das ist einfach zu erniedrigend. Denkst du nicht auch, Isaac? Nee. Er hat ja irgendwo schon recht. Es berührt dich gar nicht? Meinst du das im Ernst, Isaac? Ja.
Okay. Mach dir nichts draus. Wir werden ihm beweisen, dass wir diesen Auftrag erledigen können, egal welcher Art er sein mag. So wollt ihr also unseren kleinen Auftrag annehmen? Hey, Ivan, du scheinst ja nicht gerade vor Begeisterung zu platzen. Dieser Fluch kann einen Menschen in einen Baum verwandeln. Glaubst du, dass wir überhaupt eine Chance haben? Was? Natürlich haben wir eine Chance. Du weißt, dass es so ist, nicht wahr, Isaac? Ja, klar. Nun, wenn Isaac geht, dann gehe ich auch. Endlich sind wir alle einer Meinung. Was bedrückt euch, mein Lord? Sie scheinen wild entschlossen zu sein. Sie mögen glauben, Krieger zu sein, aber dennoch sind sie nur Kinder. Zwar sind dies schlimme Zeiten, doch kann ich keine Kinder ins Verderben schicken. Was geschieht dann mit dem Wald von Kolima? Wir dürfen nicht den Glauben an unsere anderen Helden verlieren. Aber was ist mit uns? Wir können euch nicht in den sicheren Tod schicken. Wenn wir sagen, dass wir ohnehin nach Osten gegangen wären... Ihr könnt gehen, sobald sich die Dinge wieder beruhigt haben. Aber das bedeutet, dass ihr uns nicht gehen lasst. Glaub mir, mein Junge, es ist zu deinem eigenen Besten. Nicht länger steht mir der Sinn danach, darüber zu sprechen. Hauptmann? Es tut mir leid, aber ihr solltet jetzt gehen. Isaac war dein Name? Es tut mir leid, dass du abgewiesen wurdest. Ich hätte niemals gedacht, dass Billy Bean so etwas widerfahren würde. Versprichst du mir, nicht nach Kolima zu gehen? Ja, nee. Du bist ganz schön hartnäckig. Diese Barrikade. Du brauchst vielleicht gar keinen Schlüssel. Ups, das hätte ich besser nicht sagen sollen. Nun, ich sollte besser gehen, Ja gut. Diese Aussage war vielleicht ganz praktisch. Mehr kann ich euch nicht sagen, also fragt das gar nicht. Halt. Ich finde es schande, ich glaube, du musst noch ein wenig älter werden. Ja, puh, Alter, mach den Scheiß doch selber. So. Ja, wir überschreiben das. Ich will immer auch diesen Djinn hier haben. Immer noch. Aber Leute, wir machen hier erstmal einen Cut. Damit habt ihr es bestimmt überhaupt nicht gerechnet. Und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch in der nächsten Folge wieder rein. Und bis dahin, tschüss.